Willkommen zurück hier bei Katzbuckel in Ni no Kuni 2. Tja, wir sind frisch angekommen, haben uns umgesehen, haben ein bisschen mit den Leuten gequatscht etc. und wissen jetzt ein bisschen mehr darüber Bescheid, was hier eigentlich abgeht. Jetzt sind es natürlich die Miets, die unterdrückt werden. Und in der Katzalisation sollen sie hin und wieder fliehen. Das bedeutet natürlich, wir wollen uns da drinnen ein bisschen umsehen. Dort hausen sie also. Na gut. Tja, auch wieder dezente Flashbacks. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Und vor allem natürlich von hier aus nicht, das ist auch klar. Alte Katzalisation, ja. Nun gut. Erstmal einen Reisepunkt aktivieren. Hier stinkt's voll motrig, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten nochmal ganz kurz refreshen und dann passt die Sache auch schon. Alles gut. Okay, das ist schon nicht schlecht. Ich mache irgendwie gerade immer den falschen Move, kann das sein? Ich bin auch ein Idiot, naja, egal. Bitteschön. Ist doch kein Thema. Ach, jetzt kommt der wieder mit seinem komischen Schutz daher. Da können wir natürlich nichts machen. Immer wieder eine ziemlich nervige Geschichte. Aber magisch kommt man ja durch und das machen sie gerade auch. Meine Kollegen, wunderbar. Suchen wir doch erstmal da drüben. Was haben wir da? Nichts Außergewöhnliches. Eine Spule cremefarbener Zwirn. Es ist auf jeden Fall irgendwie actionreicher, das Theme diesmal, oder? Das war zu Beginn nicht ganz so krass. Das hier sieht sehr bizarr aus. Okay, alles klar. Kann ja ganz normal entlang gehen. Und natürlich die nächsten. Meine Güte, das sind auch in letzter Zeit wirklich Gegnermassen jedes Mal. Der Wahnsinn. Genau die hier wollte ich eigentlich vorhin machen. Die ist viel besser für solche Situationen geeignet. Uah. Nein, 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 ich wollte raus. Oh nein, was? Was ist das denn? Meine Güte. Ja. Man kann es auch übertreiben. Ist ja gut. Meine Güte. Bitteschön. Währenddessen muss natürlich wieder was draufkommen, ist ja klar. Kommt der Nächste. Also. Ja, man merkt, die hauen schon ganz schön gut zu hier drin. Gar nicht so übel. Oh nein, okay. Gut. Auch erledigt. Hui. Eine ganz schön anstrengende Geschichte. Vielleicht kriegen wir eine solide Belohnung zumindest hier. Na, eine ordentliche Goldbelohnung, 3000. Ja, das lohnt sich definitiv. Das ist doch mal schön. Und überall sind die ganzen Brücken eingestürzt, na sowas. Er hat in hier drin sein Unwesen getrieben. Dachte ja, das mit den Monstern war nur so eine Strategie jetzt von den Miets quasi, um andere fernzuhalten. Aber hier drin sind wirklich ziemlich viele Monster. Also, ein Knuffi-Rätsel. Er hier will ein Getreide mit einem lieblichen Duft. Oh nein. Ich glaube, das haben wir natürlich mal wieder nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Ich habe einfach nie das, was die brauchen. Wirklich nie. Es ist furchtbar. Ganz am Anfang gab es mal so ein paar, so die ersten paar, da ging es dann. Und jetzt einfach seit, ich weiß nicht wie vielen Stunden im Spiel, geht gar nichts mehr. Die Knuffis wollen immer was, was man einfach nicht haben kann oder... Keine Ahnung, vielleicht braucht man noch einfach irrsinniges Luck, um bestimmte Gegenstände zu bekommen. Und man kann nun wirklich nicht sagen, dass ich nicht viele Materialien bei mir beschaffe im Königreich. Da bin ich ja ordentlich am Ausbauen immer. So, bitteschön. Na? Ja, geht doch. Wo sind die anderen? Ja, da drüben. Oh, wow. Und Susi hat's erwischt. Na, super. Okay, das waren 700 auf einmal. Was? Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott.
Die sind ja schon wieder fast alle tot. Hilfe. Was ist denn hier los? Was machen die denn alle? Seid ihr des Wahnsinns? Oh, nein, 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 nicht der. Oh, ich hasse es. Man kann nichts dagegen tun. Furchtbar. Nein, das hier ist der falsche, verdammt. Er ist zwar ganz nett, aber es war die schlechteste Situation dafür. Oh mein Gott, er macht sonst 400, was? Okay, das ist übel. Nein, nicht schon wieder. Och, ich springe auch immer wieder rein, ich Idiot. Der ist auch so viel schneller einfach. Okay. Schnell. Nein, der flieht. Okay, Level gestiegen, auch ganz nett. Oh oh. Nein, 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 nein. Jetzt. Jetzt ist das ganz gut. Oh oh. Moment, Moment, Moment. Den erledigen wir noch schnell. Okay, sehr schön. Oh Mann, jetzt kommt er wieder mit dem Quatsch. So, das hier dürfte, denke ich, sogar effektiv gegen ihn sein, weil es ein Lichtzauber ist. Nur muss ich jetzt erstmal warten, weil du kannst ja echt gar nichts machen physisch. Was? Warum? Wo kommst du denn her? Oh nein. Naja, es füllt zumindest MP auf. Und jetzt nochmal so einer? Ja. Hat gereicht, sehr gut. Nein, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das ist ja furchtbar hier drin. Ich brauche ein paar MP, sonst kann ich ihm sowieso keinen Schaden machen. Na komm, gib mir mal ein bisschen was. Was zum... Okay. Ach, die sprengen sich selber in die Luft, oder was? Und warum ist das jetzt wirkungslos, hä? Ja, das ist doch gerade gar nicht aktiv, jetzt. Hui. Das war ein bisschen krass. Und das war erst einer von vielen Räumen, oh Gott. Da, wo wir uns jetzt durchbegeben, das ist nicht besonders nett. Ach, wartet mal, nee, das ist nur noch ein weiterer. Okay, alles klar. Ja, das hat ziemlich krass reingehauen. Ich hab dezente Angst. Nicht schön, Leute. Auch das macht mir wieder Sorgen. Okay, die Mumps halten fast nichts aus. Immerhin. Okay, das hat doch gut geklappt, würde ich sagen. Nein. Okay, sehr gut. Immer schön so zusammenhalten. Wunderbar. Von hier aus damit. Okay, das war zumindest einfach zu lösen, dieser Raum. Aber ich wundere mich gerade. Ich meine, sonst ist hier nichts. Gab es da noch irgendwo eine Abzweigung, die ich vielleicht übersehen habe? Ein Töpfchen Orangenaroma, okay. Ja, irgendwie ist das merkwürdig gerade. Aber ich sollte vielleicht einfach mal meinem Radar folgen. Sag bloß, das war jetzt alles im Prinzip umsonst. Ach so, ich hätte auch einfach hier entlang gehen können. Wow. Nee, nee. Nee, nee, unten sind noch Gegner, oder? Ach, die sind frisch nachgespawnt, okay. Gut, dann scheint das hier der richtige Weg zu sein. Ach du meine Güte, oh Gott, nein, nicht noch mehr. Ich würde mir jetzt schon ganz gerne sämtlichen Loot holen. Das kann lustig werden. Nächste Perle. Oh Gott. Ich hätte mich eindeutig noch krasser eindecken sollen damit. Uah. Das gefällt mir auch nicht, ja danke. Oh nein. Schnell. Und vielleicht das hier aktivieren. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nicht schon wieder das hier. Ich krieg die Krise. Moment. Er hat natürlich wieder total viel abbekommen. Also Leute, ich glaube, wir sollten uns danach echt mal ein bisschen mehr mit Heilmitteln eindecken. Ach du meine Güte. Okay, das war noch ganz nett zumindest. Das macht anscheinend gar keinen Schaden, wenn er das macht. Interessant. Ja, das war super. Oh ja. Wunderbar. Jetzt haben wir den richtig platt gemacht. Irgendwas muss mit ihm passiert sein. Ui, ein schummriges Schattenschwert.
Das sieht zumindest auch gut aus. Aber mal sehen, wie stark es dann wirklich ist. Die Sorte ist weitläufiger als erwartet. Wir müssen sparsam mit unseren Kräften umgehen, ja? Da sagst du was. Ach, sieh mal einer an. Okay, da geht's anscheinend weiter, der nächste Kanal. Und da drüben werde ich wahrscheinlich mehr Loot bekommen. Vermute ich jetzt einfach mal stark. Sollten wir uns natürlich trotzdem alles angucken. Aber diese Glubsch-Skelette sind wirklich das Grauen schlechthin, ich sag's euch. Das sind wirklich schlimme Gegner. Uah. Die sind schnell und können eine ganze Menge. So, das hier war nicht schlecht. Uah. Weiter, 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 weiter. Oh Gott. Der rastet wieder völlig aus. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Hier, nimm das hier. Okay, den hätten wir auch. Sehr schön. Uah. Nein, 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 nein. Oh Gott. Jeder Kampf verlangt wirklich Heilmittel. Das ist der Wahnsinn gerade. Jeder einzelne. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war sehr gut. Was droppt er denn? Eine Kolleraxt. Schnell. Noch ein bisschen Hilfe von hier. Ja, wunderbar. Natürlich musst du noch einen Schlag raushauen auf die Schnelle. Es geht ja nicht anders. Echt ein Drama. Und hier befindet sich... Ah, ein Flakonal-Heilmittel, sehr gut. Das ist zumindest auch was sehr Wertvolles. Aber die Kämpfe hier drin machen mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Also gut, Leute. Da wären wir. Was auch immer wir hier wollen. Hä? Was ist das? Oh. Vermutlich irgendein berühmter Vorfahr. Ja, allerdings. Diese Feuerschalen sind schon sehr verdächtig. Komm, lass uns die mal anzünden. Hey! Du kannst den Zündeltrick benutzen, den ich dir in der Fabrik beigebracht habe. Also ein simpler Zauber, um hier weiterzukommen. Na gut. Die Zahl 15, wartet mal, was? Moment. Nee, es ist überall 15, was? Okay. Schick, das Brett ja sogar, aber bestimmt nicht für so lang. Ach so, 15 Sekunden oder was? Muss also schnell sein. Vermute ich mal. Ach, wenn es nur darum geht. Die Feuerschalen und diese Tür sind tatsächlich irgendwie miteinander verbunden. Vielleicht sind diese eingravierten Nummern ein Hinweis auf die Zeit, die die Schalen brennen. Und man muss versuchen, alle innerhalb dieser Zeit zu entfachen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat eindeutig ein Faible für extravaganten Schnickschnack. Erinnert mich irgendwie an einen ganz bestimmten Direktor eines ganz bestimmten Landes. Na gut, okay. Das war gar nicht offensichtlich. Ach du Schande, noch mehr davon. Langsam wird das echt ein bisschen zu bösartig. Na gut, da drüben ist zumindest ein weiterer Speicherpunkt. Also aktuell würde ich eigentlich am liebsten wieder... ihn spielen. Ich finde... Nein. Hier, so rum. Moment. Cecilius kann sich theoretisch auch mal anschließen, aber bleiben wir bei der Gruppe. Die ist eigentlich ganz in Ordnung. Nur er hier hat diese Druckwelle und die ist halt mega praktisch. Die kostet auch gar nicht so viel. Ja, das war krass. Vor allem, das drängt auch erstmal so zurück. Die müssen sich erstmal so einen minimalen Moment erholen. Wow. Autsch. Na komm schon. Wunderbar. Nein, 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 nein. Das lässt du mal schön sein. Okay, wunderbar. Liegt am Boden. Den hätten wir auch. Sehr gut. Gut, das war wesentlich besser diesmal. So sollten die Kämpfe eigentlich immer ablaufen. Ohne, dass man Heilung braucht. Oder halt vielleicht mal ein kleines Heilmittel oder so. Ui, was ist das denn? Behende Designerstiefel, na sowas. Also anscheinend kriegen wir wirklich gutes Loot hier drin. Das sich auch mal bezahlt macht. Kann auch sehr gute Sachen erforschen, aber das hier?
Macht einen sehr guten Eindruck. Viele neue Begriffe. Das ist immer vielversprechend. Ach so, stimmt, hier habe ich ja zumindest die Möglichkeit, mich dann auch zu heilen an dem Punkt. Das ist natürlich sehr gut. So könnte ich natürlich auch erstmal mich um den Raum kümmern und wieder zurückgehen, dann verschwenden wir nicht ganz so viel. In letzter Zeit ist es schon ein bisschen arg übel. Das ist echt eine großartige Fähigkeit. Jetzt, wo ich sie zumindest ausgebaut habe, am Anfang hat die mich echt fast keinen Schaden gemacht. Oh nein. Okay, hat noch nicht ganz gereicht anscheinend. Oder ich glaube, es kann sein, dass Crits auch durchgehen. Dann wäre es wirklich genau wie in Dragon Quest bei diesen Schleimen hier. Ich habe das Crit-Geräusch gehört. Das hört man ja immer schön raus. Ach so, jetzt haben wir nur noch 15 Sekunden quasi und müssen hier den besten Weg dann noch finden. Das wird so schon mal nicht klappen. Kann man hier hoch? Nee, geht gar nicht, ne? Na gut, okay. 25. Das ist wenig Zeit. Oh mein Gott. Auf Zeit, Leute, auf Zeit. Was? Oh wow, das hat mich jetzt natürlich schon direkt... Was? Nein, warum? Warum kann man da nicht drüber springen? Was ist das für ein Quatsch? Ach komm, wirklich. Nein, nicht das Loot einsammeln. Das war die Hälfte der Zeit, echt. Oh Gott. Nein, die Schatzkiste. So, bitteschön. Also wenn das jetzt für alle gilt, so. Das könnte auch mega knapp dann sein. Ach nö. Es gehen dann wirklich immer alle aus. Ach du meine Güte. Aber das vorhin war auch ein bisschen sehr fies, muss man dazu sagen. Dass man da nicht springen konnte, das muss man natürlich erstmal wissen. Also, Nummer 2. Und rennen. Du Schimpfin! Oh nein. Oh nein. Ach, ich Idiot. Ich kann noch andersrum gehen diesmal. Okay, wartet mal. Ja, ja, ist egal. Das habe ich gerade voll verpeilt, aber stimmt ja. Hier können wir ja rückwärts die Abkürzung nehmen. Oh, ein Vierblätterkraut. Das ist neu. Dann stellt uns also auch schon mal darauf ein, dass hier ein bisschen wuchtigere Schläge auf uns warten im Durchschnitt. Gut, okay. Ah ja. Nee, so funktioniert das dann auch. Klar. So, Nummer 2. Und diesmal nehmen wir die Abkürzung. Hier entlang. Du Schimpfen! Ach so, ein Propellerklee. Wow. Jetzt muss man das Ding natürlich erstmal aktivieren. Großartig. Man kann es auch übertreiben mit nervigen Hindernissen. Ganz im Ernst. Das ist nicht nett. Da denkt man sich, man kann da so schön durchlaufen. Was passiert? Das passiert. Na gut, der nächste Versuch. Aber wir haben es ja gleich. Oh Gott. Warum tun die das überhaupt schon wieder so? So umständlich. Du Schimpfin! So, diesmal stört mich die Hälfte der Zeit kein bisschen. Wir sind ja schon da. Und sollten es jetzt auch geschafft haben, eigentlich. Okay. Alles klar. Puh. Meine Nerven. Unglaublich. Warte mal, ist das nicht das Gebiet, wo Ni No Kuni 1 dann eigentlich... Da müsste eigentlich zum Schluss ein Boss hier eigentlich sein. Das hier ähnlich ist. Wir werden sehen. Ach du meine Güte. Noch mehr von den Dingern. Ich kann sie absolut nicht ausstehen. Das sollten mittlerweile alle wissen. Furchtbar. Ja, okay. Das war jetzt eindeutig zu viel. Und natürlich sind noch überall diese Dinger auch mit drin. Okay, sehr schön. Den können wir gar erledigen. Ausgezeichnet. Uah. Was machen wir diesmal? Den hier. Nein, was? Oh Gott. Die können teilweise einfach so bösartig viel Schaden machen. Das ist der Wahnsinn.
Es ist echt abartig. Meine Güte. Kanal Nummer 3. Also wir sind fast durch, glaube ich. Sonderlich viel größer ist die Map auch nicht. So ziemlich am Limit. Gut ausgefüllt. Ui, natürlich mal wieder eine Schatzkiste. Wer hätte das gedacht? Ja, diese ganzen einzelnen Loot Points brauche ich mir jetzt nicht zu krallen. Aber wir machen das Ganze mal so. Sollte hoffentlich erstmal zur Vorbereitung reichen. Oh oh. Da kann man natürlich auch nicht so wirklich... Nein, 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 nein. Oh Gott. Jetzt hat er mich auch noch umgehauen, wirklich. Du meine Güte. Oh oh, was ist das? Was ist das? Oh Gott. Schon wieder ein... etwas, was einem Angst machen sollte. Ich wollte eigentlich auf das Plasma-Skelett da drüben losgehen. Oh nein, nicht so ein Ding. Die toben sich ja ganz gerne mal mit Statuseffekten aus. Na komm. Gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Oh oh, was ist das? Er macht irgendwas, das ist nicht gut. Natürlich ist mein Knuffi jetzt auch nicht bereit. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das hier funktioniert aber. Oh oh, oh oh, nein, 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 nein. Die können nämlich auch explodieren, wenn sie wollen. Ist nicht so lustig. Wo ist er denn? Ach, der hat sich aufgelöst, okay. Ui, sieh mal einen an. Da ist doch glatt mal so ein weiterer kleiner Schrein. Es ist so spitz, dass man es glatt als Waffe benutzen könnte. Naja, da stachelige Knochen, wenn dann, oder? Ich meine, was ist denn hier sonst? Bitte schön spitz. Das ist das Einzige. Ansonsten habe ich es natürlich mal wieder nicht. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Warum habe ich schon wieder nicht das passende Objekt? Oder steht was dabei? Okay, für Waffen und Rüstungen. Hm. Aber ansonsten... Ne, hier steht's halt dabei, dass es dafür wäre, aber ich kann es mir beim Brustknochen beim besten Willen nicht vorstellen. Man kann es ausprobieren, aber ich fürchte, das wird auch uns keinen Erfolg versprechen. Nee. Natürlich habe ich mal wieder nicht das passende Objekt. Wie sollte es auch anders sein? Und diesmal habe ich, glaube ich, nahezu jedes Item aus der Kategorie und wahrscheinlich fehlt mir speziell dieses eine. Wow. Großartig. Da kommt doch Freude auf, oder? Watch your backs. Moment, hier sollte ich auf jeden Fall das hier machen. Oh nein, 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 nein. Boah, nein, ich komme hier nicht raus. Ach Gott. Weil hinten natürlich die Grenze gesetzt wurde. Hey, warte mal, das ist ein Trüppli. Das ist fast erledigt, sehr gut. Oh nein, 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 nein. Da kommen schon wieder so viele. Echt unschön. Oh, was ist das? Das ist was ganz Besonderes diesmal. Ein unreiner Kristallisator. Das ist zumindest mal was sehr Außergewöhnliches. Und ein kalter Fluchstab. Ich glaube, sehr viele Gegenstände hier unten sind verflucht und man muss sie erstmal entfluchen lassen. Aber ja, jetzt sind wir doch zumindest fast durch. Viel fehlt nicht mehr. So, da drüben, auf der anderen Seite müssen wir eigentlich hin. Ach, das heißt, das ist hier nochmal ein riesiger Umweg, oder was? Ach du meine Güte. Ja, ja, wir treffen uns dann quasi in der Mitte. Wow. Okay, das ist übel. Oh, oh. Mich überrascht dieser Dank schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er doch noch so groß wird. Nein, nein, oh Gott. Ich komme hier auch nicht rüber, das ist schlecht. Das war gut. Ja, sehr schön. So, noch schnell den erledigt. Zumindest ein klein wenig Heilung zum Schluss. Ach so, da oben ist noch einer. Ups. Voll übersehen. Ich hoffe, das ist einer der letzten Gegnerräume jetzt mittlerweile gewesen.
geht hier ja heiter zu, meine Güte. Ah, wir haben wenigstens noch einen Speicherpunkt, das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Oh, ach so. Inklusive Cutscene. Hm? Habt ihr das gehört? Das kam von da vorne, schnell. Ganz so schnell wird es nicht gehen. Hier sind noch mehr von diesen Feuerschalen. Okay, alles klar. Noch ein weiteres Rätsel. Und da ist dann die eigentliche Verknüpfung, okay? Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, da hier schon ein Speicherpunkt so schön platziert wurde, werde ich den jetzt auch nutzen. Und beim nächsten Mal werden wir die Katalysation weiter erkunden. Ich bin mal gespannt. Scheint ganz so, als würde es einen krassen Boss geben oder so. Und ich meine, der Raum da unten, der sieht auch wirklich so aus. Der bietet ordentlich Platz. Zwei NPCs sieht man auf der Karte. Daher kam wahrscheinlich der Schrei. Könnte nochmal spannend werden, je nachdem, was uns so erwartet. Die Kämpfe hier drin haben es jedenfalls mächtig in sich. Die sind bisher wirklich richtig, richtig knackig schwer. Aber das ist auch gut so. Insofern natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.